Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Scare Factory 2 und ich kann meinen Kopf zerschneiden. Letzte Folge hier drüben, Baubeginn der schönen Holzfarm, dieses Mal weitermachen und ich habe offline einfach mal mich die ganze Zeit AFK gestellt und Monster getötet oder töten lassen und habe insgesamt exakt 3 Stacks Dirt mir rausbekommen lassen. Und die nehme ich jetzt hier und platziere sie hier mit hin, damit die Baumfarm noch ein bisschen größer wird. Und ich will eine Max-Level-Baumfarm haben, die so OP ist, dass die so viel Holz produziert, dass man das Holz einfach aus dem Fenster schmeißen kann, weil man es nicht mehr braucht. Immer aufpassen, dass hier auch nichts spawnen kann, denn das ist immer ganz mies, wenn du zur Holzfarm läufst und dann ein Creeper kommt und alles explodiert. Das ist, die ganzen Fackeln hier, die brauche ich eigentlich nicht. Boah, das braucht halt auch so viel Erde. Oh nein, alles ist alle. Na gut, aber wir haben schon eine ziemlich große Fläche ausgefüllt. Es kam leider noch kein Holz rein, aber es ist ja auch noch nicht viel gewachsen und darum werde ich mich jetzt mal hier hinstellen und der Gießkanne diese Teile bewässern und dann mal zeigen, wie das so ist, wie das so schön aussieht. Also hier, warte, da, Gießkanne, bewässern und gleich sollten da die Bäume wachsen wie eure und demnach auch gleich geerntet werden wie eure. Eigentlich. Macht das auch noch was oder hattest du irgendwie gerade keinen Bock mehr? Der Planter hat auch keine Setzlinge mehr. Das ist nicht so toll. Los, wächst Bäume und Harvester. Also Ernte, toll gesagt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das eine Kabel, was ich bei dem gemacht habe, gar nicht hätte machen müssen. Boah, der ist so krass. Dieses eine Kabel hier drüben kann ich mir einfach sparen. Das ist komplett useless. Ich kann mit Weinminer keine Transferpipes abbauen. Oh, dieses schöne Geräusch, wenn das Holz abgebaut wird. Ist das nicht toll? Also, jetzt gehe ich wieder hoch, damit wir zugucken können. Boah, das ist so krass. Hier hinten. Ja gut, warum nicht? Jetzt machen wir mal wieder Slash Toggle Downfall. Und jetzt baue ich dieses System, was dafür sorgt, dass das Holz in der Kiste gelassen wird. Oder beziehungsweise ich werde es mit Barrels machen, weil da halt wirklich sehr viel produziert wird. Und die Setzlinge wieder zurück gemacht werden. Das System, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendjemand gemacht hat, also auf jeden Fall habe ich das mir so, wie ich es jetzt baue, selbst überlegt, also falls jetzt jemand kommt, ey, das hast du auch wieder abgeguckt, so wie beim letzten Mal mit meinem Lagersystem, hinten an der Mobfarm. Nein, das habe ich nicht abgeguckt, wenn, dann hat es zufällig jemand so gebaut wie ich. So, Holz habe ich nicht genügend, aber ich habe jetzt hier eine Holzfarm, das ist gut. Die läuft halt auch 24/7, das wird dann nochmal OP. So, 8 Barrels, so viel brauchte ich eigentlich gar nicht. Egal. Und genau, jetzt muss ich hier unten die Kiste anzapfen. Falscher Block. So, ich muss hier die Kiste anzapfen. Dafür hier das Energy Cable mal ein bisschen umlegen. Na super, als ob mir. Ach nee, gut, ich habe welche. Ich wollte gerade sagen, als ob mir jetzt die Energy Cables fehlen. Aber tun sie zum Glück nicht. So. Jetzt hier. Die Teile hier runter. Dann brauche ich hier gleich wieder Micro Blocks. Das heißt, ich nehme hier schon mal die Säge. Machen wir welche. Ups. War das schon das kleinste? Ja, okay. So. Und die muss ich hier dran platzieren.
Oh, nee, nicht nach da. Sondern hier so dran, genau. Denn ansonsten würden sich die Kabel hier verbinden, die ich jetzt hier runterlege, nicht. Oh, okay, falsch gedacht, aber egal. Besser vorsichtiger als unvorsichtiger halt. Und genau, jetzt mache ich Folgendes. Ups, Mano. Im Fliegen lässt sich's halt schon ein bisschen komplizierter bauen. So. Wie logge ich das jetzt? Wie soll ich das denn jetzt machen? Upsala, das ist nicht gut. Hä? Wie soll ich das bitte schön machen? Ich baue mir jetzt hier so eine kleine Plattform hin, auf die ich mich draufstellen kann. Und dann will ich das doch einfach nur loggen. So wie das halt mit einer Barrel geht. Ah, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt an der Pipe lag oder ob ich einfach zu unfähig dazu war. Aber auf jeden Fall funktioniert das jetzt. Das heißt, hier in diese Barrel kommt jetzt nur Holz rein. Und in diese Barrel hier unten, da kommen dann Setzlinge rein. Genau. Also. Noch mal kurz abbauen. Na. Oh. Genau, jetzt funktioniert das. Das heißt, hier kommen nur die Setzlinge rein. Und hier drüben, da kommen gleich nur die Äpfel rein. Genau. So, das funktioniert soweit. Und jetzt muss ich lediglich nur noch ein Kabel, beziehungsweise solche schönen Pipes hier von dem Dings zu dem anderen Dings legen. Dann werden alle Setzlinge immer direkt nach hier drüben befördert. Also hier. Transfer. Oh nein, nein, nein. Das ist auch nicht so toll. Obwohl, ich weiß nicht, ob das in Tanks gefüllt werden kann, aber sicher ist sicher. Ich baue es einfach mal total unübersichtlich und so weiter. In den Harvester muss das hier rein, also muss ich hier das an der Seite machen. So. Also hier und runter und nochmal runter. Nach da, nach da. Und jetzt sollte der Harvester auch automatisch Setzlinge bekommen. Tut er das? Ja, tut er. Ist ja geil. Das heißt, es funktioniert jetzt bereits vollautomatisch das System. Hier, der Harvester erntet das alles. Das kommt erstmal vorläufig in diese Kiste. Nur damit es nicht hängt. Hier unten sammeln sich dann Äpfel. Die Setzlinge werden gleich nach drüben geschafft. Und hier die Holzbarrel, die lege ich hier noch mal kurz eins nach oben. Nur der Schönheit halber. Also nochmal so eine zweite Barrel drüber. Damit man sich das auch easy rausnehmen kann. Und dann passt es. So, ich möchte es natürlich gerade haben. Toll, das habe ich gut gemacht. Jetzt wird sofort das Holz rausgezogen. Naja, hier rein kommt jetzt genau das Holz. Hey, wie mache ich das immer? So. Und dann mache ich hier nochmal so eine kleine Plattform hin. Und dann sage ich zum x-ten Mal und dann. Yay. So, jetzt haben wir hier automatische Holzproduktion. Hier ist die Barrel. Das Ganze verstecke ich immer noch unter Microblocks. So ein bisschen. Das hier auch. Das hier auch. Baue ich dann noch ein bisschen schöner. Und jetzt wird hier das alles schön bepflanzt. Dann mache ich mal hier so ein bisschen Gießkanne. Ich mache Gießkanne, ja. Damit es geerntet wird und man das sieht. Also hier kommen die, also drüben kommen ja die Setzlinge an. Und der Harvester plantet die. Und hier drüben, egal. Ihr kapiert, was ich meine. Reden ist irgendwie heute nicht so meine Stärke. So, dann seht ihr, hier kommen super viele Setzlinge rein, die aber immer gleich rausgezogen werden. Die kommen dann kurzzeitig hier in diese Barrel rein, dann werden sie da aber gleich wieder rausgezogen. Ja, von oben sieht das Ganze dann so aus. Oh
Das sieht echt verrückt aus. Ich finde diesen Sound halt auch so geil. Und man hat übrigens nur minimalen Itemverlust. Der einzige Verlust, den es gibt, sind diese Items, die hier rausfallen. Ja, mir fällt gerade was auf, was vielleicht problematisch werden könnte. Das ist, wenn die Bäume größer als 11 Blöcke werden, also höher. Denn dann würde der Harvester die theoretisch ja nicht abernten können. So. Naja, hier kommen auf jeden Fall gerade wieder mega viele Setzlinge an. Oder kamen gerade mega viele Setzlinge an, die jetzt alle hier oben im Harvester drin sind. Ja, gut, geht. Ich meine, der pflanzt ja auch ziemlich schnell. Und dann wird hier gleich das Holz abgebaut. Und dann kommt das eigentlich Coole. Kommt so ein richtiger Holzrausch. Ja, von hier aus kann man das richtig gut sehen. Wie der halt komplett erst die Blätter abbaut und danach den Rest. Ja, jetzt könnte der aber langsam mal das Holz abbauen. Langsam könnte es echt mal machen. Das klingt so geil. Ah ja, jetzt kam schon gerade das erste Holz, was abgebaut wurde. Und dann, wenn das Holz kommt, das sieht so geil aus. Jetzt hier. Ich stehe mit drin. Und jetzt wird das ganze Holz abgebaut. Oh, natürlich wächst da gerade wieder ein neuer Baum. Boah, wie viele Setzlinge da kommen. Okay, jetzt gleich kommt das Holz. Ja, hier. Der rasselt da einfach durch und das ganze Holz, das guckt euch an, das ist wie so ein Maschinengewehr. Das ist crazy, echt crazy. Echt extrem crazy. Guckt euch an, wie schnell der Holz reinkommt. Ich glaube, ich muss Speed Upgrades hier reinpacken in die ganzen Transfer Nodes. So, und was sagt der Harvester? Alles klar. Okay. Naja, dann machen wir uns einfach mal, oder beziehungsweise nehmen uns Speed Upgrades. Ich glaube, ich habe hier noch welche. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwo müssen noch welche sein. Ich habe mir dann einfach mal von hinten bei der Mob-Farm welche gemobst und pack da jetzt einen Stack rein. Warte. Hier. Das da oben, genau. Rein damit und dann sollte das Ganze wesentlich schneller gehen. Wesentlich, wesentlich schneller. Und ich werde dann einfach offline hier noch diese Erde ausbauen, ausfüllen. Und diese... ich liebe diese Baumfarm, die ist so genial. Guckt es euch an, wir haben hier schon 10 Stacks. Ich werde hier so eine riesige Reihe voll Barrels machen mit dieser Baumfarm. Die bringt es halt so mega. Oh, nein, ich stecke drinne. Egal, einfach weiter. Oh ja, jetzt habe ich ein Problem. Der Server läuft weiter, das heißt, er müsste gleich alles abernten. Ja, muss ich jetzt halt kurz warten. Und wenn ich dann reingehe, sollte ich wieder leben, hoffentlich, und nicht in einem Baum stecken. Das war echt dumm von mir. Ich probiere mal schnell was anderes. Und zwar habe ich jetzt eine coole Axt hier. Ich hoffe nur, dass ich daran jetzt nicht sterbe. Zwei. Und ich baue einfach den Block ab. Puh, 4 Herzen. Das war dann mal knapp. Jetzt muss ich warten, bis ich rauskomme. Ja, gut, es geht. So, hier kommen jetzt gerade wieder super viele Setzlinge an. Sieht man jetzt hier unten. Hoffentlich gleich sieht man's. Okay, man sieht's nicht. Dann sieht man's vielleicht hier hinten. Nicht? Das ist komisch. Okay. Ja, man sieht es schon ein bisschen. Oh, jetzt kommt das Holz. Jetzt kommt das Holz. In der Barrel hier unten sind halt gerade 4 Stacks Holz drin. Ah, ich liebe die Farmer. Ich könnte hier einfach ewig dastehen und zugucken. Naja, gut. Aber
Wir machen dann in der nächsten Folge einfach weiter. Ich habe jetzt hier gute Holzproduktion. Dann mache ich mir in der nächsten Folge einfach mal Magical Crops, Redstone pflanzen. Und dann machen wir weiter mit Erzautomatisierung, ME-System und das, was ich eigentlich machen wollte. Was ich aber irgendwie gerade vergessen habe. Aber das fällt mir bis zur nächsten Folge wieder ein. Wir sehen uns. Bis denne. Ciao, ciao. Kopf zerschneiden.